Hallo, ich bin der Guido und ich zeige euch jetzt, wie man die Daten ausrichtet in unserem Model Builder. Also, wenn wir die Daten eingeladen haben, dann haben wir ja als erstes diese Vorschaubild und auf der linken Seite steht immer eine kleine Anleitung, was wir machen sollen. In diesem Fall müssen wir den Kiefer so ausrichten, dass wir von oben auf die Okklusionsfläche gucken und dass die Front dementsprechend zum oberen Modell, zum Bildschirmrand zeigt. Dann gehen wir über den nächsten Schritt in die nächste Ebene. Wir müssen jetzt einmal die Okklusionsebene festlegen, dann können wir über den blauen Punkt die ganze Achse hoch und runter schieben und über die beiden farbigen Punkte, gelb und rot und grün ist das, kann man dementsprechend die Achsen nach links und rechts neigen. Hierbei ist jetzt nicht so wichtig, dass wir ganz genau die Okklusionsebene treffen. Hier geht es einfach nur darum, dass wir eine Ausrichtung haben, wie später der Modellsockel generiert werden soll. Im nächsten Schritt müssen wir einmal die Kieferkammmitte bestimmen für den Oberkiefer und für den Unterkiefer. Dementsprechend kann man sich hier auch wieder die grünen Punkte schnappen und das Ganze ausrichten. Wenn das mit der Krümmung mal nicht ganz genau hinhaut, habe ich hier oben die Möglichkeit, die Krümmung zu verändern, schmaler oder runder zu machen. Das machen wir dementsprechend für den Oberkiefer und das gleiche für den Unterkiefer. Dann haben wir unsere Daten ausgerichtet und es geht weiter zum nächsten Schritt.